weiß, wie man spielt. Das kleine, winzige Baby Potter. Bellatrix Lestrange. Neville Longbottom, nicht? Wie geht's, Mom und Dad? Besser jetzt, nachdem ich sie rächen werde. Lasst uns alle miteinander ganz ruhig bleiben, ja? Wir wollen nur diese Prophezeiung. Warum hat Voldemort mich gebraucht, um sie zu holen? Du wagst es, seinen Namen auszusprechen. Du wertloses Halbblut! Ist schon gut, er ist doch nur ein neugieriger Junge. Du musst wissen, dass Prophezeiungen nur von dem geholt werden können, dessen Person sie betreffen. Was dein Glück war. Hast du nicht immer den Grund für die Verbindung wissen wollen zwischen dir und dem dunklen Lord? Den Grund, warum er dich nicht töten konnte, als du nichts weiter als ein Kleinkind warst? Was ist mit dem Geheimnis deiner Narbe? Nicht neugierig? Die Antworten sind alle da. Potter, in deiner Hand. Gib mir die Prophezeiung. Gib sie mir. Dann kann ich dir alles zeigen. Heute Nacht hierher zu kommen, war unklug, Tom. Die Auroren sind schon unterwegs. Bis die hier sind, bin ich weg. Und du? Du bist tot.